So. Aber jetzt bin ich ja, ich bin gerade sau hoch in der Luft. Na, der Typ ist in einem Laden gerade gewesen, hat gerade einen Laden überfallen. Okay, also meine Sterne sind weg und ich bin jetzt auch auf dem Weg, ihn zu killen. Ja, wenn der im Laden ist, dann kannst du mit dem Chat auch nichts mehr anrichten. Ich werde ihn jetzt zu Fuß erledigen. Ja, warte, dann stelle ich mal unseren Jet irgendwo ab. Aber wir können ja nicht zusammenfliegen, ne? Nee, das geht nicht. Das wäre krass, wenn ich hier irgendwie, du fliegst und ich bediene die Geschütze. Ja eben, das wäre ziemlich geil. Nee, der Typ ist aber wahrscheinlich selber auch abgeschossen worden oder so und ist jetzt wieder auf dem Boden. Und dann ist auch noch eine Karre für Simeon, Alter. Hier überschlagen sich gerade die Aufgaben. Also ich probiere den mal irgendwo hier in den Bergen zu landen, wo wir auf jeden Fall wieder drauf zugreifen können, ja. Aber wo ihn niemand findet. Jetzt ist der Typ wieder unterwegs, Alter. Will der mich verarschen? Das war aber jetzt kein Leck, das ich den da stehen gesehen habe, oder? Scheiß Musik hier aus. Ah, okay. Der ist gerade auf der Flucht vor Bullen. Der hat gerade den Laden überfallen und ist gerade am Fliehen. Ich brauche unbedingt jetzt deine Hilfe hier irgendwie. Du musst wieder auf den Boden kommen. Der ist hier wirklich am Arsch der Welt jetzt unterwegs zwischen den Bergen und wird von Bullen verfolgt. Ja, ich land mal hier auf dem Berg. Oh, da wird... Alter. Da wird gerade in so einem normalen... Na, ganz normal ein Personenflugzeug von einem Heli verfolgt, hab ich gerade gesehen. Alter, ich habe gerade Probleme mit den Bullen. Ich habe hier wegen irgendeiner Scheiße, nur weil ich hier die Karre geklaut habe, 2 Sterne bekommen. Alter, diese Bullen gehen mir so auf den Sack, Alter. Die waren noch nie so nervig in keinem GTA. Die sind so penetrant, die Wichser. Okay, ich habe das Ding gelandet und markier's mal. Also ich markier mal interessanter Ort, ja. Ich brauche jetzt auf jeden Fall deine Hilfe hier. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie zu dem Typen. Okay. Weil die anderen Spieler scheinen nicht zu raffen, dass er Kopfgeld hat. Und er selber scheinbar auch nicht. Weil sonst wäre der wahrscheinlich nicht mittendrin einen Laden überfallen gegangen. Ich bin halt echt mitten auf dem Berg, also ich muss ja erstmal irgendwie zu Fuß runterkommen. Und ich habe jetzt diese scheiß Bergpolizei hier, oder wie die sich nennen. Ja, der Typ ist auf jeden Fall Deutscher, andere, weil er redet gerade von Geralt. Nicht, dass der jetzt eine Mission anfängt. Ich weiß nicht, ob der das kann, solange der Kopfgeld hat. Dass er sozusagen gesperrt ist, dass er erst das erfüllen muss. Wobei ich ja nicht weiß, was man machen kann, wenn man Kopfgeld hat. Ich habe jetzt von Simeon eine 2-Spieler-Mission bekommen. Ja gut. Gerade eben. Aber ich will erst. Ich habe ja auch noch meine Geralt-Mission da. 1-4-Spieler. Ey, die Bullen geben mir so auf den Sack. Simeon, 1-2-Spieler. Ja, wir können auch anders, heißt die bei mir. Bei mir ist es Radparkour. Was für ein Ding? Radparkour. Meiner, also der Typ liefert sich scheinbar gerade ein Gefecht mit Bullen oder so, oder er ist zu Fuß unterwegs. Ich bewegt sich jetzt auf jeden Fall gerade hier der Autobahn. Ja, du musst, ja, der ist gerade auf der Autobahn. Okay. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh fuck, jetzt, ich bin direkt vor ihm jetzt. Der kommt mir entgegen, er kommt mir entgegen, er kommt mir entgegen. Ja, wieso hat er nicht geschossen, Mann? Ja, er hat dich erledigt, ne? Ja, weil er hat einfach nicht geschossen, mein Spieler. Ohne Scheiß, ich hab die ganze Zeit, ich war direkt... Okay, warte, ich bin hier in der Nähe der Autobahn, aber ich kann nicht mehr rennen, weil meine Energie dann sinkt. Ich war gerade... Ja, jetzt hat er meine Karre geklaut. Oh, das ist doch nicht der Ernst, Alter. Ich war gerade mit dem Target genau auf ihm drauf, ja, und der hat einfach nicht geschossen. Oh, fuck. Wurde angefahren. Du musst dem auf der Autobahn entgegenkommen. Der fährt gerade in eine Richtung. Okay. Also, auf der Autobahn. Ja, gut, ich bin... Der ist in meinem Jeep unterwegs, also er ist nicht unbedingt schnell. Wenn du irgendeinen Sportwagen hast, hast du den fix eingeholt. Ja, dann warte ich, bis ich den Sportwagen sehe. So, jetzt hole ich mir nochmal so einen Scheiß. Ah, was denn hier? Oh, fuck, nee, doch nicht. Das war kein... Ah, das ist Franklins Karre, die landet. So, jetzt habe ich wieder 2 Sterne, weil ich eine Karre klaue, aber ich brauche jetzt ich irgendwas Schnelles. Ich habe auch wieder 2 Sterne. Wir müssen den Typen holen, dann holen wir die Simeon. Oh, ja, kommt mir entgegen, er kommt mir entgegen. Alter, was? Jetzt hat er so eine geile Karre, der hat einen Lamborghini. Wo hat er die her? Ah, da vorne ist er, okay. Ja, wieso hat meiner Pistole? Deswegen hat er kaum geschossen. Jetzt sind aber noch andere Spieler. Laden überfallen. Hier sind noch andere Spieler hinter ihm. Hä? Hier sind noch andere Spieler jetzt hinter ihm her. Okay. Ich bin jetzt nicht mehr der Einzige, der hier um die Kohle kämpft. Aber der wird selber von Bullen abgedrängt. Ja, das ist gut. Ach, die Bullen, Alter.
Aber du musst auf jeden Fall jetzt irgendwie mal langsam hier den Arsch her bewegen. Ja, weil der Typ hat einen Lamborghini und ich krieg den einfach nicht ein. Ich werde hier nur von den Bullen gerade noch ein bisschen genervt. Lass mich da feiern. Ich habe Gott sei Dank auch so einen Mittelklasse. Ist der noch auf der Autobahn überhaupt? Ja, der ist gerade mitten auf der Autobahn. Ja, okay, gut. Der hat gerade so, also er fährt einen Lamborghini und ich so einen Mittelklasse-Sportwagen. Also ich kann relativ gut mithalten. Und er hat gerade seitdem gewechselt. Ich fahr auch einen Mittelklasse. Wieso braucht mein Scheißspieler so ewig, bis er die Scheißknarre rausholt und anfängt zu schießen? Alter, das geht mir auf den Sack. Bei mir fahren die anderen gerade so richtig krank. So richtig geisteskrank. Die drängen mich voll von der Straße. Warum auch immer. Und hier kommen immer mehr. Also es ist auf jeden Fall noch ein zweiter Typ hinter dem hinterher. Ah, ich sehe euch schon. Boah, Alter, Drecksbullen. Aber ich krieg den Lamborghini einfach nicht ein. Der hat so einen richtig typischen orangefarbenen Lamborghini. Und ich gebe schon Hütte wie sonst was. Komm. Ach fuck, jetzt ist er von der Autobahn runter. Der fährt zum Flughafen wieder. Da hat er aber die Rechnung damit. Ja, dann können wir in meinen Jet steigen. Nee, so ein Quatsch. Doch, der ist wieder. Alter. Scheiße. Ja, wenn er hier Ding, wenn er. Dann warte ich, bis er. Da warte ich, bis er ein neuer Heli spawnt und dann schießt ich den da raus. Ja, der ist auf jeden Fall. Der holt sich gerade einen Heli. Auf jeden Fall. Ah, nee. Der hat die. Hä, wieso steht meine Karre dort? Doch, der ist gerade beim Heli. Beim Heli ist er. Ah, ja, ich bin schon in der Nähe. Alter, was explodiert denn hier jedes Mal? Scheiße, der geht in normalen Transport, in ein normales Flugzeug, in ein stinknormales. Warte, ich bin gleich da. Der steigt gerade, der steigt. Nein. Nein. Ich hab ihn beschädigt, er ist beschädigt. Ja, okay, dann können wir aber jetzt echt in meinen Jet steigen. Hast du noch ein Auto? Ja, ich bin noch im Auto. Ja, warte, dann komm mal. Hier sind zwar überall Bullen. Alleine. Der ist doch schon längst despawned, oder? Der scheiß Jet. Ah, da ist ein normales Flugzeug. Echt? Ja. Okay, warte, dann komme ich zu dir. Aber den seins ist auf jeden Fall schon beschädigt. Da ist aber auch noch sein Lamborghini. Ich weiß nicht, ob der jetzt irgendwie wieder überm Militärgelände abspringt oder ja, so. Ja, ich steig mal ins Flugzeug. Du kannst dann mit einsteigen. Es sind zwei Sitzer. Bitte? Nee. Also hier ist auch ein Cargo-Bob. Nee, drauf geschissen, das ist zu langsam, das Ding. Ja, klar, aber ich bin im Flugzeug. Ja, der Cargo-Bob, der spawnt auch bei Rang 1, also der ist immer da. In der Karre, in der ich gerade war, die will Simeon auch geliefert haben. Zieh das Ding hoch! Alter! Zieh das Ding hoch! Scheiße! rechts vorbei! Das geht nicht, der vernimmt mich mit. Wir brennen! Alter, was ist das hier für ein Chaos? Oh oh. Jetzt ist nur noch der scheiß Cargo-Bob hier. Ich habe Selbstmord begangen. Ja egal, wir nehmen uns den Cargo-Bob. Und dann fliegen wir zu meinem Jet. Na, der denkst du nicht, dass er despawnt, wenn du weggehst von dem? Nee, nicht unbedingt. Wir können es ja, wir sehen ja dann. Also wir sehen es ja dann, ob er despawnt oder nicht. Wo bist du? In der Nähe ja, vom Flugplatz. Ich muss jetzt erstmal wegfliegen hier. Wirst du verfolgt von Bullen? Nee, gar nicht. Okay, gut. Bist du hier auf dem Feld, Jan? Ja, ich stehe. Dann komm sofort zu mir, weil ich habe noch zwei Sterne. Bis der scheiß Heli abgehoben ist, bin ich tot. Oh, fuck. Oh! Los, rein hier! Ja, Mann! Du hast mich voll umgerannt. Na und? Lass mich so feiern hier! Ich sitze am Rand. Wo ist dein Heli? Hast du den angelockt schon? Nee, mach ich jetzt. Ah, der. Der hat keinen Kopf. Ah, doch, der hat noch Kopfgeld. Ah, der ist wieder auf der Militärbasis. Ja, weil der sich jetzt so ein scheiß neuen Heli. Wo ist mein interessanter Ort? Ah, hier. Siehst du's? Ja.
Dann geh ich mal kurz aufs Klo. Jetzt hat ein neuer ein Kopfgeld von 1000 bekommen. Aber nur. Ja, ich weiß, keine Ahnung, vielleicht der andere auch 1000. Wir sind ja vor uns gejoint, da hatte der das schon, also. Aber wir gucken jetzt erstmal kurz, ob dein Heli da ist. Kopfgeld von 1000, Alter, das lohnt sich doch gar nicht. Den Chat meine ich. Ich habe zwei Nachrichten bekommen. Wo hast du das Ding geparkt? Hallo? Wo soll der sein? Das ist da genau in den Bergen. Genau in den Bergen? Warte. Geh mal ein bisschen tiefer. Und nach rechts. Nach rechts? Also wieder hoch? Ja, nee, rechts einfach. So. Ja, noch ein Stück. Sehe ich ihn? Warte, geh mal rechts, 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 rechts. Ja. Was ja? Da müsste er irgendwo sein, aber irgendwie ist er nicht da. Gehen wir ein Stück tiefer. War ja despawned. Nein, genau da war er. Okay, fuck. Okay, wir holen uns erstmal den anderen mit 1000. Und. Also guck erstmal, wie der andere unterwegs ist. Ist er jetzt schon da fix unterwegs mit dem Jet? Warte. Nee. Der ist hier langsam unterwegs. Und wo ist der? Aber auch mit irgendwas Fliegendem. Ja, okay, der war gerade auf der Militärbasis. Na, wenn der vielleicht jetzt einen Kampfheli hat, dann. Da ist der, wo ich markiert habe. Der kann nicht im Jet unterwegs, sonst hätte er nicht so eine schmale Ding bringen können. Vielleicht ist er im Heli unterwegs. Na, wenn er einen Kampfheli hat, dann haben wir auch ein Problem mit dem Cargo Bob. Ja, egal, da steht er auf jeden Fall. Da der steht. Ja, der steht da gerade in der Luft oder sonst wie. Auf jeden Fall steht er. Der andere ist in der Stadt. Na, den holen wir später. Der hat ja nur ein 1000er Kopfgeld. Der. Ich glaube, der hat ein Auto. Der ist auf jeden Fall auf der Straße. Das wäre ganz dann, gut. Dann hau ich mal mit Cargo Bob schon mal unten den Haken raus. Weil dann machen wir das nämlich ganz intelligent. Dann haken wir den ein. Und fliegen bis über die Wolken und lassen den dann fallen. Ich weiß aber nicht, ob das dann als. Ja, Film der muss mit dem Auto unterwegs sein, ziemlich schnell, aber der fährt jetzt unten auf dieser Strandstraße entlang. Na, dann ist er wahrscheinlich in seinem Lamborghini unterwegs. Ja. Fahr mal links, ein bisschen links drehen, ja, genau. Simeon, noch eine Mission. Radikalkur. Oh, der fährt oben auf dem Berg. Vielleicht haut er gerade vor den Bullen ab. Auf welche Seite schaust du raus? Rechts. Oder? Ja, rechts. Ja, doch, ja, ich seh dich. Ah, der ist echt schnell unterwegs. Den kriegt man mit dem Cargo Bob nicht ein. Das ist der langsamste Heli von allen. Ja, ich markiere, genau, jetzt ein bisschen links, links, links. Fahr ein bisschen ihm entgegen quasi. Ah, der kommt jetzt hier gerade auf der Straße hier, direkt unter uns. Ja, genau. Ah, der fährt durch die, ja, stimmt, der fährt einfach durch die Berge. Und da unten sind Bullen, ja, der wird von Bullen verfolgt. Der hat sogar 3 Sterne, der hat einen Heli bei sich. Okay, mach dich ready. Bin bereit. Und noch einer hat einen, ne, der hat hier... Ist der auch hat, im Heli, ne? Ja, der hat einen scheiß AH-6 Kampfheli. Ach, Quatsch. Ja, deswegen sind die auch so schnell. Da ist die ganze über der Straße gefahren. Flowfly ist verschwunden, eine Suche ist notwendig, um das Kopfgeld zu kassieren, okay. Na, dann kriegt man die Mats ein. Ja, dann nehmen wir mal den anderen hier. Der ist in der Stadt. Der rechts, ja. Hab ihn markiert. Scheiße, Mann, ich will trotzdem den Typen haben. Der muss irgendwie zu holen sein. Aber wenn er sich jetzt so einen scheiß Kampfhelikopter geholt hat, den wir ja, dann. Ja, wenn du die Karte groß machst, siehst du den anderen schon. Also ja, ja, ich sehe den jetzt auch schon auf der Kleinkarte. Also der ist recht nah.
Der scheint gerade zu stehen. Ja, deswegen. Der ist im Friseur, kann das sein? Oh fuck, jetzt sind wir schon drüber. Oh, ich muss erstmal absinken. Was macht denn der da? Ich höre Schüsse. Da sind auch Bullen. Oh fuck, wir rammen gerade den anderen Helikopter weg. Jetzt haben wir zwei Sterne. Ja, egal. Wir sind im Heli. So, du musst mir sagen, wenn du Sichtkontakt hast, dass du Feuer eröffnen kannst. Oh fuck, wir werden von Bullen beschossen, wie Sau. Da muss hier irgendwo in der Gasse sein, oder? Ah ne, der ist im Laden drin. Der ist in dem Laden da, in dem China-Laden. Da legt er nämlich gerade die ganzen Leute um. Dann lass uns erstmal noch kurz den Kopfgeld auf Mike. $3000, Alter, hier werden pausenlos Kopfgelder ausgesetzt. Wir müssen erstmal den Scheiß, die Sterne loswerden. Warte, dann suche ich mal diesen Mike. Ah, der ist hier. Der ist hier rechts, oder? Ja. Okay, dann links. Ich links ab. Was, links? Ja. Ich denke rechts. Nee, und jetzt nochmal ein Stück links. Ja, okay, ich sehe ihn. Siehst du ihn? Ja, ja. Aber wieso wärmen die scheiß Sterne eigentlich los? Ja, egal, hoffentlich sitzt er am Auto, dann können wir ihn anheben. Na, der bewegt sich auf jeden Fall nicht. Jetzt sind wir erstmal den Typen los. Der ist hier auf dem Dach, oder? Ne, der ist in seiner Wohnung. Der hat hier eine Hütte und da ist er drin, glaube ich. Ja, kacke. Ne, jetzt ist er raus, jetzt ist er raus. Jetzt ist nämlich gerade Punkt. Da ist noch einer. Das sind zwei. Kopfgeld von 5000 auf Juan Dalf. Oder wie der heißt. Den brauchen wir. Da, der ist direkt unter uns, der Typ mit 5000. Ja, geil. Häng ihn an. Na, ja, da muss er ruhig fahren. Also, da haben wir ein Problem. Ich sehe den schon, also. Kein Ding. Wir müssen jetzt nur irgendwie hinkriegen, dass du das Feuer eröffnen kannst auf den. Fährt auf die Autobahn? Der fährt auf die Autobahn. Ja. Also ich könnte jetzt schon schießen. Naja, mit Anhängen wird nicht klappen, wenn er weiß, dass wir hinter ihm her sind. Ja, okay, gut. Also muss schon das Feuer eröffnen irgendwie. Wir brauchen einen scheiß Rang 24 mit Sturmgewehr. Damit wir auch mal ein bisschen Schaden machen. Also ich könnte ihn abknallen. Na, dann mach's doch. Oh fuck, Alter. Ich hab gerade ein paar Windböen abbekommen. Hab ihn getroffen, aber... Ich glaube, er hat nicht so viel Schaden genommen. Ist ein bisschen hoch. Ja, ich versuch's ja gerade, aber ich muss ja auch Gas geben und da kriegst du automatisch Höhe. Er fährt wieder auf der Autobahn. Ne, jetzt ist er angehalten. Oh, der schießt auf uns. Feuer. Die 5000 müssen wir kriegen. Fuck, Alter, seine Karre ist zu schnell. Da gibt übel Gas, der Assi. Aber getroffen hast du ihn schon. Ja. Okay, er hält an. Ja, haben Reifen zerschossen, glaube ich. Der hat Pause gemacht. Okay, warte, jetzt mach mal einen Witz. Alter. Fuck. Ach, scheiße. Der war nicht lange genug in der Pause. Sind noch angehängt. Ist der scheiß Cargo-Bob mal wieder auf Geschwindigkeit kommt, Alter. Puh. Der ist wieder... Alter. Wo ist denn der? Ich sehe ihn nicht. Na, da vorne. Dreht er gerade um? Der dreht gerade um, ne? Da drehe ich auch schon mal um. Ich sink mal ab, wenn der jetzt hier an uns vorbeifährt. Hab ihn Reifen zerschossen. Nice. Ja. Sehr gut. Der ist ausgestiegen. Ja, mach ein Blatt. Ich kann nichts machen. Ich bin tot. Wow. Hab die Kohle. Ja, sehr gut.
Okay. Alter. Der hat ein Sturmgewehr oder so. Okay, warte, da steig ich schon mal kurz aus und hol das. Ah, fuck, der spawnt hier. Ich flieg erstmal weg. Nein, der schießt mich tot. Ich bin tot. Ach, ist das ein Kotzen. Wäre ich nur direkt weitergeflogen. Mach den nochmal platt. Ja, ich bin nochmal down. Ja, das ist doch scheiße. Fliegt das mit unserem Heli weg? Das ist übel krass mit dem Sturmgewehr. Hast du keine Chance mit der MP. Der haut mit unserem Heli ab. Nee, ich hab noch mehr erlebt. Du musst dich jetzt mal opfern. Du wartest, dass er spawnt und killst den. Ich flieg der Weile weg und hol dich dann wieder. Oder spawnt er gar nicht mehr bei uns? Doch, der kommt hinter uns. Mach ein Blatt. Ich flieg erstmal weg und hol dich dann später wieder. Ja, er hat mich. Ich hab unseren Heli aber wieder. Ja, sehr gut. Kannst mich irgendwo abholen. Ja, also du musst auf jeden Fall erstmal weg von dem, dass ich irgendwo landen kann. Ja, dann okay. Geh ich mal einen Berg hoch. Ja, ich land hier oben schon auf dem Berg, ja. Oh, der ist direkt hinter dir. Der guckt auf dich. Noch schießt er nicht. Ne, der ist oh, auf fuck. Der... Ja, okay. Ja, mit dem Auto ist der hinter mir, ja. Das ist ein Tussi, also. Ja. Ja, super, ne, ein Typ, der hat mich überfahren. Aber ich lebe noch. Noch lebe ich, wie gesagt. Wenn ich ihn sehe. Ja, nichts kann ich machen. Steht genau auf mir drauf. Ich seh's. Ich kann aber auch kein Feuer eröffnen, sehe ich gerade. Aber ich kann jetzt auch nicht aussteigen. Also ich könnte jetzt landen und aussteigen, aber... Jetzt ist er. Wieso kann ich ja eigentlich nicht schießen aus dem Ding? Ja, was? Durch das Ding? Renn jetzt einfach vor dem weg und ich hol dich ab und wir holen uns den nächsten Typen. Ja. Ah, da oben spawnst du, okay. Ich hoffe mal, der kommt jetzt nicht nochmal. Doch, der dreht wohl um. Versuche jetzt ganz schnell zu landen, ja. Komm zu mir, zu meiner Position. Ah, ne, der haut ab. Ne, der kommt zu mir. Ne, der ist doch weg. Nicht. Der ist schon weg. Der Haken da unten eigentlich. Dann kommen sie mal rein hier in die schöne Karre. Ja, ich übernehme dich einsteigen. Inventar, Bargeld aus letztem Job. Was? Eigener Prozentsatz 97%? Wieso das denn? Achso, ich habe schon Geld verloren, oder was? Baba. 50. Bestätigen. So. Das war eine Nummer, Alter. Mhm. Auf jeden Fall haben wir es bekommen, die Kohle. Ja. Ja, okay, so. Gut. Cargo Bob auch ein bisschen. Ja, weil der Typ ein Sturmgewehr hatte. Da machst du das Ding ja relativ schnell down. Ich war auch immer sofort down. Ja. Und ich hatte ja Glück, dass er zuschaut hat, als ich auf einmal hinter dem Cargo Bob vorgeschaut habe und dann konnte ich ihn wegschießen. Da sind aber noch zwei mit Kopfgeld, ne? Ja, der eine hat ja nur 1000 und der andere ist, dass er die ganze Zeit schnell... Hier ist der Echo Global wieder, dieser, den wir die ganze Zeit gejagt haben. Und der ist in der Stadt langsam unterwegs, oder was? Ja, nee, der steht in der Stadt. Okay, dann holen wir uns den jetzt. Ich hab ihn markiert. Vielleicht ist er ja gerade in seiner Wohnung oder so. Aber ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn du Kopfgeld hast und einfach in deine Wohnung, weil normalerweise kann ja niemand in deine Wohnung rein. Ja. Alter, aber der Cargo Bob gibt schon so ein bisschen nach jetzt gerade. Also er fliegt nicht mehr gerade. Nicht mehr unbedingt gerade. Auf Jakiro wird... Ah ne, doch. Ich hab gedacht, Jakiro ist dabei. Nee, Jabba Kurai hat 1000. Aber 1000? Ja. Was ist ein 1000? Also das können wir uns notfalls auch holen, aber an sich macht's keinen Sinn. Ist der oben oder unten? Ich würde sagen unten, oder? Unten, oder? Also zurzeit sehe ich noch keinen Namen aufblinken. Ah, der... Doch, ja, da ist eine Wohnung. Also da ist zumindest eine Wohnung. Dann lass uns hier mal landen und steigen aus, damit wir beide feuern können. Ja. Okay. Ich gehe erstmal hier hinter eine Säule von dem Gebäude. Ah, siehst du auf der Karte diesen hellgrauen Weg, der zu der Bude führt? Nicht, dass er da irgendwie rauskommt. Hier ist der Heli abgestürzt. Ah, das ist eine Garage. Überlebenskampf, okay. Ich weiß aber nicht, wo der rauskommt, wenn er rauskommt. Bist du hier bei mir, ja.
Wollen wir ja. Warte, ich geh mal runter. Du willst runter, okay. Ich weiß halt nicht genau, wo der ist. Also, wenn der jetzt aus einer Garage rauskommt, wo er dann spawnt. Oder eine Typ, der tut die ganze Zeit Missionen spammen, Alter, da geht mir auf den Sack. Ah, da ist irgendwas an der Garage. Achso, ich kann nicht kaufen. Was ist da? Das ist gerade so eine Sache. Wo ist der? Ich glaube aber, der ist in der rechten, also auf der rechten Seite. Sieht zumindest kartentechnisch so aus. Also wenn er rauskommt, habe ich genau, kann ich genau auf ihn zielen. Ich bin am Überlegen, auch runterzukommen, mit der Shotgun zu schießen. Na, ich komme mit runter. Weil, wie gesagt, mit der MP über die Distanz. Ach, da ist die Öffnung. Na gut, da müsste er rauskommen, da wo der blaue Kreis ist, ne? Soll ich mal klingeln gehen? Hast du das schon mal gemacht? Nein. Wenn jemand in seiner Wohnung ist und du dann in den Kreis reintrittst, dann kannst du klingeln und anfragen, ob du rein darfst. Quatsch. Ja. Aber normalerweise müsst ihr ja dann genau da spawnen. Ja. Dann geh mal klingeln, ich stehe oben mit der Shotgun. Ja, aber wenn er klingelt und das annimmt, dann spawne ich bei ihm in der Boot und kann mich nicht mehr wehren. Aber er kann nicht abknallen. Nee, also im Haus kannst du keine Waffe ziehen. Aber ich kann halt, ich sehe ihn dann, stehe vor ihm und kann nichts machen. Ah, er muss da irgendwann mal rauskommen. Hast du auch Shotgun? Klingel jetzt mal. Du klingelst jetzt mal. Ding dong! Die Pizza ist da! Und jetzt könnt ihr dich reinlassen, wenn er will. Du kannst auch Sturm klingeln. Ja, hab ich eben. Ich hab's mal geklingelt, aber er hat nicht aufgemacht. Was soll das? Alter, wenn der jetzt echt da gleich spawnt und dann bam bam mit der Pumpgun. Dann kriegen wir auf jeden Fall die Kohle. Klingel nochmal. Ding dong! Ist das auch so eine nervige, kratzige Klingel? Ja. Weil ich war nämlich schon mal bei so einem Typen, hab gesehen, dass er in seiner Bude ist und hab dann Sturm geklingelt, bis er mich reingelassen hat. Einfach mal, weil ich mir die Bude anschauen wollte. Und als ich drinnen war, hat er sich an Bon gesetzt und hat erstmal, hier kommt einer auf der Straße, komm, weg von der Tür, da kommt einer, der auch das Geld will. Der ist auf der Autobahn, oder? Nee, warte, vielleicht kommt er. Oh, der ist direkt vor uns. Der hat ein Sturmgewehr. Warte, ich hab ihn gehittet. Ja, ich hab nur seinen Kopf gesehen. Oh fuck, der wirft Granaten. Das ist wahrscheinlich sein Kumpel. Alter. Ich versuch so schnell zu wie möglich zu spawnen, zu dir zu kommen. Hast du den Typen? Ja, hab ihn. Okay, nice. Ich hab den ganz leicht angehittet. Aber der müsste jetzt eigentlich hier wieder spawnen, oder? Ja, leider. Ah, normal. Ja, jetzt ist er gerade gespawnt hinter uns. Er kommt wieder. Der will wahrscheinlich seinen Kollegen schützen. Der kommt hier wieder über die Seite. Fuck, ich geh mal ein bisschen weiter weg. Ja, bin auch hier hinten. Ah, da kommt er. Der ist oben runtergesprungen. Ist er jetzt unten? Also hier. Ja. Ah ja, okay, ich seh ihn. Hab ihn angehittet, aber nice. Wir müssen aber trotzdem immer noch im Blick haben, nicht, dass der Typ auf einmal aus seinem Laden rauskommt hier, ne? Ja, also ich bin abnormal rot, Mann. Ich hol mal kurz die Kohle, dass wir die nicht verlieren. Er kommt aus seiner scheiß Garage nicht raus, in der scheiß Garage. Ja, ich hab halt vor allem auch einen Stern jetzt, das ist halt kacke. Der kommt auch wieder, der andere übrigens. Ich sehe noch nicht. Shubakura ist verschwunden. Ja, der kommt wieder. Ja, ich sehe ihn. Ah, ist wieder auf dem Dach. Ich bist auch auf dem Dach, oder? Ja, ich bin jetzt auch auf dem Dach. Ich sehe ihn. Ja, ich sehe ihn auch. Hab ihn schon gehittet. Ah, er hat mich. What the fuck? Happen. Sehr gut. Mit Headshot. Ah, der andere kommt nicht raus. Wo bin ich hingespawnt, ey? Am Arsch. Bin hier im... Ganz schön weit weg. Ja, ohne Scheiß. Ich bin hier in dem Kanal. Der andere Typ kommt gerade wieder. Ich hab Angst. Ah, jetzt sind die Bullen auch hinter mir her. Ach, man kann hier durch den Kanal durch.
Sehr praktisch. Fuck, die Bullen kommen. Ja, ich bin nicht mehr hier. Holy fuck. Hast du sein Sturmgewehr? Nee, nee. Fuck, der ist fast down. Hast du den? Oh, ich hab den. Ich hab den gekillt. Warum auch immer. Das kam mit übelster Verzögerung. Ja, dann, wenn der Typ in der Garage... Ah, der andere ist auch... Ah, nee, ist ein Bullen. Wow. Nee, wenn der Typ in der Garage hockt und nicht rauskommt, dann lass uns hier verpissen. Dann lohnt sich das ja nicht. Ja, weil hier sind auch Bullen. Ich hab zwei Sterne, ja. Deswegen sind die Bullen hier. Ja, ich hab einen Stern jetzt, weil ich aus Versehen auf den Bullen geschossen hab. Ich dachte, das ist der andere Typ jetzt. Was? Ich hab gedacht, das wäre der andere Typ aus der Garage. Ich hab gerade die Bullen abgehängt, so ein bisschen. Oh, jetzt, der Typ ist raus! Aber der hat kein Geld mehr. Der ist nicht mehr rot. Ja, da hat er wahrscheinlich gewartet, bis Kopfgeld verschwunden ist oder so. Oder das ist jetzt diese Sache mit dem, du musst ihn finden, weißt du? Dass wir ihn jetzt finden müssen und dann wird er wieder rot, wenn wir ihn entdecken, weißt du? Ah, ja. Sicher, dass er raus ist? Oh, warte mal, mein Bildschirm schaltet sich gleich aus. Zack, da ist er. Ich glaube, der ist noch drin. Nee, der hat nämlich einen kleinen schwarzen Pfeil, wo er hinschaut. Und das hat man nur, wenn man nicht mehr im Gebäude ist. Okay, ja, ich vielleicht grad... wartet er auf uns. Ja, ich habe gerade meine Sterne verloren. Also ich kann jetzt wieder suchen. Ja, ich auch. Okay, dann lass uns den Typen holen, weil der andere kommt nämlich auch gerade wieder. Das ist auf jeden Fall sein Kollege. Dann lass uns das fix machen. Der andere hängt nämlich gerade irgendwo in der Gasse fest, wo wir langgelaufen sind. Wo ist denn der? Hä, ist er auf dem Dach? Der muss hier irgendwo sein. Vorne dran ist er nicht. Auf dem Dach ist er aber auch nicht. Nee, aber er wird auf jeden Fall diesmal anders angezeigt. Und der andere Typ kommt jetzt wieder. Keine Ahnung von wo. Oh ja, der kommt hinten aus dem Kanal. Aus dem Kanal? Ich steig mein Auto ein. Wird mir jetzt so heikel. Oh fuck, da ist er. Hab'n. Alter, war das Premium, Alter. Ohne Mist, das hättest du sehen müssen. Das war richtig nice. Dann lass uns aber jetzt hier verpissen, wenn... Oh! Steig ein. Okay, los. Go. Da hat er es geschafft. War standhaft genug, um das... Ups, geht ja gar nicht. Da war der Typ standhaft genug, ist lange genug in seiner Garage geblieben und wir hauen ab. Fahr den Bullen jetzt einfach entgegen. Oh fuck, Alter. Die Bullen sind so penetrant hier. Ja, fuck. Oh. Go. Spotted him! Wie er die Mucke angeht. Wieso denn das? Ja, jump! Woo! Geil, Monster Stunt. Fahr mal rechts, genau. Fahr mal straight rechts wegen dem Bullen da. Wollen wir warten und dann den Laden hier vor uns überfallen? Ja, wollte ich auch gerade vorschlagen. Genau, fahren wir ein bisschen weiter in der Pampa. Schade, dass der Typ nicht rauskam. Ich guck mal kurz nach dem anderen roten Punkt. Mhm. Steht da eigentlich das Money? Wie viel Kohle wir bekommen? Also auf jeden Fall der Mike, der hat nur 1000 oder so. Mike 090. Also eher unspektakulär. Ja, dann geh mal rein, oder? Ja, kein Target für uns, oder? Ich überfall mal mit Schrotflinte. Bam, Motherfucker, was los? Ich hätte gerne... Komm hier, lass mich so feiern, Kollege. Ach scheiße, wir haben Sterne, es klappt nicht. Ah doch, jetzt klappt's. Ich brauche schon einen Stern, nur weil ich im Tatort bin. Oh, die Bullen sind schon da. Ich habe zwei Sterne. Ja, komm mal raus. Und der braucht übel lange. Ist schon direkt hier. Warte, das schaffen wir. Fährst du schon weg? Lass mich nicht... Alter, lass mich nicht alleine. 1500 hat's gegeben. Hier, ich bin raus. Oh fuck, die Bullen sind direkt vor mir. Ja. Hier bin ich. Wo bist hier du denn? Ich. Oh fuck. Musst du wegfahren, die waren schon die ganze gib Zeit Gas, an. Gib Gas. Das ist so abgefuckt teilweise. Ah, aber wir haben gerade Geländewagen, fahren durchs Gelände. Das dürfte doch passen, oder? Naja. Schön über die Bergkuppe. Oh fuck.
Ich dachte schon, jetzt geht's runter in den Fluss oder so. Na, es war nichts mit Bremsen. Oh, fuck. Alles easy. Alter, guck mal deine Fahrertür an. Du hast wahrscheinlich so einen üblen Schrotschuss abbekommen. Deswegen musste ich da ja auch weg. Ich war saurot. Ich teile mal fix die Kohle, ne? Mhm. So. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Was denn? Wenn einer von uns Kopfgeld bekommt, ja, er schießt ja. Der andere den und wir teilen das Geld 50-50. Ja, stimmt. Weil dann haben wir das Kopfgeld direkt wieder los und haben Kohle bekommen. Ja, das ist voll schlau, warum haben die das eben nicht so gemacht? Der rote Punkt, der andere, der wo wir nur 1000 bekommen, ist hier in der Nähe. Siehst du den auf der Karte schon? Der ist rechts von uns. Fahren wir irgendwie bei der nächsten Abfahrt runter von der Straße und dann gucken wir mal. Wobei ich glaube, wir müssen bald mal wieder Munition kaufen. Ja, ich muss auch Munition kaufen. Wow. Nee, hier fahren. Na gut, ja, du hättest auch die ganz normale Abfahrt nehmen können, anstatt hier sinnlos über. hier einfach runter zu jumpen. Oh, das sind aber Sportboote, die ich kaufen will. Natürlich, deswegen sind wir jetzt hier. Oh, Alter. Das ist unter Kontrolle hier. Wir müssen auf jeden Fall mal Rang 24 werden, weil dann kriegt man endlich mal die AK, da haben wir ein Sturmgewehr dabei. Aber der fährt gerade hier relativ straight vor uns. Ja doch, die fahren gerade. Links. Zum Glück haben wir so eine wahnsinnig schnelle Karte. Ja, in der Tat. Aber der andere ist auch nicht unbedingt so fix unterwegs. Weil ich so unglaublich gut fahre. Mhm. Du bist gerade bei mir quasi durch ein anderes Auto durchgefahren, wegen Lag. Oh fuck, so, wir müssen rechts über der Autobahn. Nee. Ja, toll. Nein. Wir sind am Arsch der Welt. Okay, ich verfolge den auf der Karte. Lade. Okay, ich weiß, ich sehe es gerade nicht, wie du hier rauskommst, wo du langfährst. Aber der ist gerade, der scheint sich auch ein Heli zu holen, auf dem Flugfeld, aber... Ja, der fährt da runter. Der wird jetzt wahrscheinlich über die Brüstung springen und ab ins Flugfeld. Alter, wo fährst du, oder? Weil da kriegt man auch relativ schnell ein Heli. Oder ein stinknormales Flugzeug. Auf jeden Fall irgendwas. Ah, okay, der hat den Sprung nicht geschafft, so wie es ausschaut. Oh ne, der hat umgelenkt. Umgedreht. Ja, der ist jetzt auf dem Flugfeld. Muss hier gerade, einfach nur gerade durch. Kennst du den Sprung? Ja, ich weiß. Hä? Kennst du den Sprung hier einfach gerade? Nee. Doch, da. Über das Ding. Na gut, egal, das schaffen wir. Ach, über das Ding? Ja, genau. Da kommen wir nämlich ins Flugfeld und können uns auch ein Heli holen. Oder halt einen Transportjet. Schaff ich den Sprung? Das reicht schon, ja. Fahr los, bevor der mit irgendwas Gutem abhaut. Vielleicht kriegt man den noch, bevor er irgendwas hat und noch am Einsteigen ist oder so. Sehr gut. Ah, fuck. Hättest schon über den Zaun springen müssen. Scheiße. Aber kommen wir jetzt hier irgendwie rein? Nee, ne? Kommen wir hier durch? Kommen wir hier einfach durch? Wir können hier einfach durch? Ups. Ja, haben sie mal ein Stück Zaun vergessen. Okay, ist hier irgendwo eine Karre, dass man ein bisschen schneller... Da ist ein Heli, hier sind Helis. Ja, geil. Da brauchen wir nicht immer rauszufahren. Lass mal so ein Riesenflugzeug nehmen. Nee, die hier festgemacht sind mit den Passagierbrücken, die gehen nicht. Die kannst du nicht benutzen. Bist du drinne? Ja. Ja, gut zu wissen. Ja, da kommen wir hier viel schneller an den Heli. Was ist denn da rechts? Eine Überwachungskamera kann ich. Guck mal, was rechts von uns ist. Ist da ein Spieler drin? Nee. Nee, lass mal nehmen. Nee, der ist in der Luft. Ach so. Das Ding in der Luft, meine ich. Ja, der stimmt. Frocker. Da, der steigt gerade. Der startet mit einem normalen Passagierflugzeug. Eröffne das Feuer auf den, sobald du kannst. Ah, nee, du sitzt neben mir, ne? Ach so, nee, du kannst ja trotzdem raus.
Wo ist denn der? Ich sehe ihn gerade nicht. Unter uns. Ah, der steigt neben uns. Der ist über uns hier. Oh fuck. Alter. Schieß! Ja, er stürzt ab. Der stürzt ab. Blackhawk down, Blackhawk down. Boah, das war knapp. Ja, das war in der Tat knapp. Aber das scheint nicht besonders schnell zu sein, oder? Nee. Das Ding. Oh fuck, Alter, was fliegt der für Kurven? Solche Kurven können nicht mal wir fliegen mit dem Heli. Ah, der ist echt nicht schnell unterwegs, also. Insbesondere wenn er solche sinnlosen Kurven dreht hier. Franzose oder so. Alter, da ist ein großes. Ah ne, das geht nicht. Triffst du den? Ja. Okay, gut. Ich versuche ein bisschen Gas zu geben, um Strecke auf den gut zu machen. Okay, ich höre, wie es einschlägt, ja. Ich will die Kohle haben. Ich habe nicht mehr so viel Muni, das ist halt kacke. Es ist so blöd, dass man nicht erst zielen kann und dann schießen. Ja. Ich bin schon fast Rang 13 wegen irgendwas. Ich auch. Wegen irgendwas. Der fliegt aber so an sich ganz gut, oder? Also dafür. Also wie tief der fliegt? Hab ihn nochmal getroffen. Alter, wie es hier alles erst nachlädt. Schon, oder? Ah, ne, doch nicht. Doch, jetzt, der hat schon schwarzen Rauch. Oh fuck, jetzt bin ich gerade ins Pudeln gekommen. Oh, jetzt müssen wir erstmal da Gas geben. Alter, aber Wasserform hier Manöver in der Stadt loslegt. Jawohl. Ja, nice. Wieso? Der ist gestorben, aber nicht für uns. Also, er ist tot, aber wir haben... Das zählt nicht als für dich, oder? Nee. Da unten am Pier ist er. Wollen wir hier landen und schießen zu zweit? Ja, warte. Ich weiß ja nicht, was der für eine Waffe hat. Na, ich auch nicht. Aber wir können auf jeden Fall landen. Der ist hinter dem Container da. Lass uns jetzt einfach aussteigen. Aussteigen. Deckung nehmen und dann gucken wir erstmal, was er hat. Ich versuche näher ranzukommen. Hast du denn so grob im Visier? Ja, ganz grob. Da ist noch jemand. Das Ding ist ein Arbeiter. Das ist, glaube ich. Oh fuck, der hat einen Kampfhelikopter. Der schießt auf uns. Das ist ein Kollege von ihm. Das ist ein Kollege von ihm. Der schießt auf uns. Wir müssen den Typen killen. Ich hole mal einen Heli. Nee. Gegen den anderen Heli haben wir keine Chance. Wir müssen den Typen killen und dann uns verpissen. Okay. Okay, der steht direkt auf der anderen Seite hier von dem Ding. Sehe ich gerade. Hab ihn angeschossen. Hast du? Nee, nur angeschossen. Der ist aber schon echt rot. Oh, fuck. Der hat eine Shotgun. Der hat mich weggepustet. Hol dir den. Oder halt den dort auf Abstand. Ich spawne wieder. Puh. Mir ist warm. Okay, hast du den? Nee, ich hab ihn noch nicht. Ah, der wurde von einem anderen gekillt. Nee, oder? Doch, Imperial hat jetzt gerade die 3000 kassiert für den. Hä? Aber hier ist doch gar kein anderer. Hat er ihn gesniped oder was? Vielleicht. Na gut, ich steig mal zurück in den Heli. Ich hab Mike normal gekillt, weil er einfach neben mir stand. Ach, schade, Alter. Da machen wir übelst Suche nach dem Typen und dann wird er irgendwie... Ich hol dich ab da drüben. Okay. Aber du hast hier kaum Platz zum Landen. Der Typ ist schon mal da. Kann man hier nicht irgendwie so im Halbsinkflug schon einsteigen? Das wäre viel geiler. Echt viel geiler. So, wollen wir erstmal zum Waffenladen? Ja, bitte. Boah, Alter, was fliegst denn du zusammen? Ich habe hier voll Angst mit dir. So, wo ist denn hier der Nächste? Ach, hier. Da ist er. Rechts von uns. Und dann, wenn wir Waffen gekauft haben, dann mache ich erstmal kurz einen Aufnahmestopp, weil die Datei ist nämlich jetzt schon anderthalb Stunden. Und das sind, keine Ahnung, 12 GB oder so. Ja. Fuck. Ist überhaupt genug Speicher so?
Ich habe jetzt noch 70 GB und habe mir gestern eine 1 TB externe Festplatte gekauft, um was auszulagern. Mann, ey, wir haben den übel krass gejagt, ja. Wo ist denn der Eingang? Hier direkt unter uns, also das ist hier der Hangar. Ah, okay. Das mit dem Runddach. Oh, Achtung, das ist eine Mission, da steig ich mal. Ja, ja. Ne, klappt schon. Oh, fuck, fuck, fuck. Aber er schlag mich nicht mit dem scheiß Propeller. Ey, Mike 090 hat jetzt auf Imperial Kopfgeld ausgesetzt. Stimmt. Aber auch wieder nur 1000. 1000 lohnt sich gar nicht. 1000 lohnt sich echt. Schalldämpfer haben wir dafür. Bringt das irgendwas? Macht die Schussweite und den Schaden geringer. Na toll, was soll denn das? Ja, man hört sich. Ja, aber wozu denn? Man sieht doch hier jeden Nonstop auf der Karte. Was soll denn das bringen? Shotgun-Munition, der dürfte ich eigentlich genug haben. Was kann man noch? Ach, dann weiß ich mir noch nicht. Brauchen wir nichts. Also ich habe eine Mission noch, die können wir machen. Oh, warte mal, Kopfgeld von 5000 auf Kmorgi. Okay. Gucken wir mal, wo der ist, oder? Ja. Also ich mache jetzt erstmal, ich zahle kurz Geld ein. Ja, mache ich auch gerade. Hier drin ist immer eh sicher. So, dann mach ich jetzt kurz einen Aufnahmenstopp. Sag mal kurz zu meinen Abonnenten. Ciao, ciao. Tschüss.